Europa gestalten, politische Bildung in Aktion, ist ein Qualifizierungsprogramm für Fachkräfte der politischen Bildung aus Südost- und Mittelosteuropa, die am Beginn ihrer beruflichen Laufbahn stehen und in Deutschland, in deutschen Gastinstitutionen, Institutionen der politischen Bildung Erfahrungen machen. Sie haben die Möglichkeit, ein eigenes Projekt hier in Deutschland zu realisieren, zu einem der drei Themen Minderheiten in Europa, Lernen aus der Geschichte oder Bürgerinnen und Bürger in Europa. Hallo. Ich habe mich für das Projekt von dem Deutschen Institut für Menschenrechte beworben, weil sie arbeiten mit vielen Materialien von Europarat, die in der Slowakei noch nicht übersetzt wurden, und ich möchte damit auch weiter in meinem Land arbeiten. Also ich heiße Julita, ich komme aus Polen. Ich bin freiberuflich tätig in der Jugendarbeit. Ich wollte eigentlich meinen Horizont ein bisschen erweitern. Ich mache meine Hospitation im Rahmen des Programms bei Hoch 3, Bilden Begegnung in Brandenburg. Und wir haben heute ein Thema-Seminar, eine Qualifizierung. Genau, also ich würde euch bitten, wir machen erstmal einen Warm-up. Lerne ich sehr viele neue Methoden. Also auch sehr viele Spiele und Methoden, wie man über solche Sachen wie Diktatur, Demokratie, Menschenrechte so sprechen und diskutieren kann. Und deswegen finde ich jetzt also bei politischer Bildung einen neuen Weg oder eine neue Richtung irgendwie, Geschichte, diesen normalen Lernstoff zu bereichern. Ich heiße Emilia, ich komme aus Warschau, aus Polen. In Schwerin, jetzt mache ich das Stipendium in der Landeszentrale für politische Bildung. Ja, aus Kongress. Lieber als Fortbildung. Nee. Ja, das. Bitte schön. Das werde ich nicht sagen. Kommen Sie mal vorbei. Dann. Alles klar, danke. Ciao. Also, wir freuen uns erstmal, dass wir für ein halbes Jahr eine sehr engagierte und wirklich taffe Kollegin bekommen haben, die für uns ein Projekt koordiniert, entwickelt, dass wir ohne sie nicht machen könnten. Mein Projekt, das ist eine trinationale, also deutsch, polnisch, französische Lehrerfortbildung. Also für mich ist das am wichtigsten, dass das wirklich nicht ein Praktikum ist, 2-3 Monate, sondern man arbeitet von Anfang an einem Projekt. Wirklich, das ist, natürlich, man bekommt viel Hilfe, aber das ist ein eigenes Projekt. Und da lernt man auch viel mehr Menschen kennen, die Deutschen. Ich glaube, ich war immer so eine Idealistin und hatte einen stark geprägten Gerechtigkeitssinn. Politische Bildung in Aktion heißt für mich, dass alle die Möglichkeit haben und die Information, um etwas in der Gesellschaft zu ändern und aktiv zu werden. Dass ich die Möglichkeit habe, Menschen zu bewegen, dazu bringen, dass sie über die Vergangenheit nachzudenken. Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und zu sehen, wie politische Bildung in Deutschland funktioniert. Und ich selbst freue mich zu sehen, dass Kontakte entstanden sind, die bis heute gehalten haben, und mit viel Lust, viel Freude, mit viel Engagement, ja, für die politische Bildung in Europa gearbeitet wird.